Hey Kevin, mach doch mal einen Midori Sour. Sehr gerne. Bei Midori allgemein handelt es sich um einen Melonenlikör aus Japan. Und für den Midori Sour brauchen wir eigentlich nur drei Zutaten. Das wäre einmal Midori an sich. Davon brauchen wir dann 6 cl. Die nehmen wir mit in einen Shaker, in dem ist schon Eis drin. Wenn ihr mal Midori bestellen wollt, dann checkt gerne mal Konalko ab. Dann kommen 3 cl frisch gepresster Limettensaft. Und üblich wie bei den meisten Sours geben wir jetzt mal ein Ei hinzu oder ein Ei, klar. Wenn ihr darauf keine Lust habt oder Veganer seid oder sonst was in der Richtung, könnt ihr darauf verzichten, dann macht ihr es einfach ohne. Sonst eine vegane Alternative wäre sonst Aquafaba, das ist dieses Wasser, in dem Kichererbsen drin sind. Dann shaken wir das alles einmal gut durch. Jetzt brauchen wir einen Tumbler, in dem schon Eis drin ist. Und da drin seihen wir den Drink jetzt ab. Jetzt haben wir schon einen sehr speziellen Drink, der echt cool aussieht mit diesem Grün. Das Ganze garniere ich jetzt nochmal mit einer Zitronenzeste. Und fertig ist der Midori Sour. Wenn du in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen willst, dann lass ein Abo da.